Größter Erfolg seit 5 Jahren, GNTM-Finale holt Traumquoten. Nach 15 langen Wochen war es am Donnerstag endlich soweit, die 13. Staffel des Pro7-Formats Germany's Next Topmodel feierte ihr großes Finale. Im Laufe des Abends konnte sich die Stuttgarterin Toni, 18, gegen ihre drei Konkurrentinnen Christina, 22, Juliana, 20, und Bia, 22, durchsetzen und sich den Titel sichern. Die Finalistinnen schienen nicht nur vor Ort eine große Fanbase zu haben. Auch viele TV-Zuschauer verfolgten die Show, die Quoten waren so gut wie schon lange nicht mehr. Schon seit Folge 1 der aktuellen Staffel erfreute sich das Casting-Format größter Beliebtheit und konnte sich in den vergangenen Wochen oft die meisten Zuschauer in der Premiere sichern. Doch am Donnerstag doppten die Quoten des Finals noch einmal alles, laut dem Online-Magazin DWDL schalteten 1,79 Millionen der jungen Zuschauer ein. Damit sicherte sich einen Zielgruppenmarktanteil von stolzen 21,1%. Einen derartig großen Erfolg hatte die Produktion zuletzt im Jahr 2013 verbuchen können. Dort zog das Finale 22,5% der jungen Generation vor die Fernsehbildschirme. Und den zahlreichen Zuschauern wurde auch einiges geboten, neben den verschiedenen Catwalks und Performances der Kandidatinnen sorgten auch internationale Stars wie Shawn Mendes, 19, und Rita Ora, 27, für Stimmung und untermalten den Auftritt der Nachwuchsmodels musikalisch. Auch Rapper Kro, 28, und Sänger, 25, unterstützten die Girls. Sogar Zauberer, 49, hatte Heidi Klum, 44, für den großen Abend verpflichtet.